lieben Steffi hier. In diesem Video geht es um das Geben. Ich bin aktuell in der 39. Schwangerschaftswoche und ich kann euch gar nicht sagen, wie schön es ist oder wie schön es war zu erleben, dass so viele Leute bereit waren, was zu geben. Also sei es jetzt ihren Platz in der U-Bahn oder sei es jetzt, dass Lars einfach für die ganze Familie eingekauft hat. Sei es jetzt, dass Freunde uns unheimlich viel, auch Babysachen etc. gegeben haben, ist einfach ein unheimlich schönes Geschenk gewesen. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Wir hatten ja auch in der letzten Selbstliebewoche das Thema annehmen können. Also da könnt ihr mal sehen, wie mich das Thema beschäftigt, wie das Thema bei mir arbeitet. Aber gerade auf dem Weg irgendwie ins Büro oder in die Praxis, wenn dann jemand aufsteht und dir seinen Sitz in der U-Bahn anbietet, den du natürlich dann dankend annimmst, weil du schon Elefantenfüße hast, dann ist annehmen können und auch geben einfach was, dessen Qualität dir wieder bewusst wird oder dessen Qualität mir wieder bewusst geworden ist in dem Moment. Zu diesem Thema bin ich auch auf einen Film aufmerksam geworden, den ich vor längerer Zeit einmal gesehen habe, der heißt Pay It Forward. Und die Idee ist, dass innerhalb eines Schulprojektes ein kleiner Junge sich zur Aufgabe macht, drei Menschen zu helfen, die dann jeweils wieder drei Menschen helfen, die dann jeweils wieder drei Menschen helfen und so weiter und so fort. Und klar, wenn man den Gedanken mal weiterspinnt, dann würde das dazu führen, dass jeder jedem hilft und dass die Welt einfach noch ein schönerer Ort wäre. Sowohl für diejenigen, die helfen, als auch denen, denen dann geholfen wird. Guckt ihr auch gerne nochmal den Film an, den werde ich gerne auch nochmal unten in der Infobox verlinken. Ich finde die Idee ganz großartig und ich möchte euch gerne mit der Idee in die nächste Woche schicken. Einfach zu gucken, dass ihr drei Leute findet, denen ihr in dieser Woche helfen könnt. Und wenn ihr das tut, dann erklärt ihnen ja die Intention dahinter, nämlich, dass ihr drei Leuten helft und dass es schön wäre, wenn diese drei Leute auch wieder drei Leuten helfen würden und sich diese Idee quasi weiterspinnt und einfach größer wird. Ich hoffe, ihr habt eine großartige Woche mit dieser Aufgabe und ich hoffe, es fällt euch leicht, das weiterzugeben und dass das, was ihr weitergebt, dann auch weitergegeben wird und dass wir damit ein Stück weit mehr die Welt zu einem besseren Ort machen, als sie vielleicht im Moment ist. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Und schreib mir auch unheimlich gerne in die Kommentare, welche Selbstliebe-Wochenthemen dir noch einfallen würden. Also was dir dabei hilft, dich selbst mehr zu lieben, gut auf dich aufzupassen und einfach ein glücklicheres Leben zu führen. Es würde mich unheimlich interessieren, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch gerne meinen Kanal. Das wäre großartig. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich ganz, ganz, ganz bald wieder. Bis dann wünsche ich dir alles Gute. Tschüssi.